Herzlich willkommen, Leute. In diesem Video werden wir die Marshall Woburn 2, also die rechte Box, mit der Harman Kardon Go & Play vergleichen. Ich glaube, dass das schon einige interessieren wird, wie das ausgeht. Und deshalb fange ich gleich mal an. Also die rechte Box, die Marshall Box, die kostet ungefähr je nachdem online 350, 380, 400 Euro, so um den Dreh rum. Und die Harman Kardon gibt es, glaube ich, momentan bei Harman Kardon direkt für 180 Euro. Also die Marshall kostet ungefähr das Doppelte wie die Harman Kardon. Dann gehen wir mal zum Design. So, die Marshall sieht schon richtig, richtig gut aus. Hier mit dem braunen Leder und dann hier die schön gearbeiteten Knöpfe. Ist, glaube ich, sogar echtes Metall, also es macht schon einen richtig wertigen Eindruck. Und dann auch die Front, das Marshall-Logo und auch hier wieder den Metalleinsatz mit der Jahreszahl 1962, wo Marshall anscheinend gegründet wurde. Also designmäßig gefällt mir diese Box extrem, extrem gut. Und es sieht auch richtig gut aus im Wohnzimmer. Also es ist jetzt kein Fremdkörper, sage ich mal. Sieht richtig gut aus. Und dann das Design der Harman Kardon. Das schaut auch sehr gut aus. Schaut halt moderner aus wie die Marshall. Aber da kann man wirklich nichts sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Das ist am Schluss dann Geschmackssache. Aber jetzt kommen wir zu dem Klang. Ich kann euch ja leider keine Musik vorspielen, wegen der GEMA. Deshalb werde ich einfach mal meine Eindrücke schildern. Also, um es vorwegzunehmen, die Marshall klingt auf jeden Fall besser wie die Harman Kardon. Aber ob sie jetzt doppelt so gut klingt, weil der Preis ist ja das Doppelte, ist fraglich. Also ich würde mal sagen, sie klingt, also wenn die Marshall 100% Klangqualität hat, dann würde ich der Harman Kardon ungefähr 70-75% davon geben. Aber jetzt gehen wir nochmal detaillierter auf das Thema Klang ein. Also der Bass ist bei beiden gut, aber bei der Marshall ist er schon nochmal deutlich spürbar besser. Ist ja klar, hat viel mehr Volumen, dieser Lautsprecher. Dann die Klangfeinheit. Also zum Beispiel, wie gut man die Stimmen, die Sänger hört bei Musikstücken und wie klar das rüberkommt. Da gewinnt auch die Marshall, aber da muss ich sagen, dass die Harman Kardon schon ziemlich nah dran ist bei dem Thema Klangfeinheit. Also die klingt auch richtig gut, vor allem für den Preis. Dann, was können wir noch sagen? Ja, allgemein klingt halt die Harman Kardon ein bisschen blecherner, mit weniger Volumen. Ja. Ich glaube, das war jetzt so das Wichtigste, was ich jetzt spontan sagen kann. Also, Fazit. Beide Boxen sehen sehr gut aus. Beide Boxen klingen gut. Wenn man jetzt die Harman Kardon getrennt von der Marshall hört, denkt man sich, boah, leck, das hört sich richtig gut an, hat richtig Druck. Aber wenn man halt dann im direkten Vergleich die Marshall hört, dann merkt man halt doch nochmal, dass doch nochmal eine Schippe draufkommt. Am Ende ist es eine Geschmacksfrage, vielleicht auch, das eher ein bisschen klassischer, das moderner. Also klingen tut sie auf jeden Fall besser, die Marshall, aber einen doppelten Preis will ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt gerechtfertigt ist, allein durch den Klang. Also insgesamt will ich jetzt der Marshall klangmäßig vielleicht eine 10 geben und der Harman Kardon eine 7. Gut, dann hoffe ich, dass das Video dem einen oder anderen gefallen hat. Wenn es das getan hat, könnt ihr mir noch ein Abo da lassen und ein Like. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Viel Spaß noch. Servus.